Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar möchte ich euch einfach mal meine Box zeigen mit den ganzen Lidschattenpaletten, die ich direkt bei mir am Schminktisch stehen habe. Ich werde euch auf jeden Fall unten in der Infobox noch meinen kompletten Schminksammlungsvideo unten verlinken, damit ihr halt es eben nachgucken könnt. Denn ich habe halt eben einen getrennten Schrank zusätzlich von meinem Schminktisch, wo ich halt eben dann noch andere Lidschattenpaletten eben aufbewahre. Und hier habe ich halt eben die, wo sozusagen für den Alltag sind. Wer jetzt schon länger meine Videos guckt, weiß, dass ich eigentlich so an sich keine richtigen Alltagslooks habe. Aber das sind halt so die Paletten, die ich dann halt hier am Schreibtisch gebunkert habe sozusagen, weil sie klein und handlich sind, weil sie halt auch nicht mehr in den Schrank reingepasst haben, auch weil das Packaging jetzt vielleicht nicht so besonders eben auch war. Und ja, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Ich fange einfach mal mit der ersten Palette an. Das ist tatsächlich die Palette, die ich auch heute benutzt habe für dieses Augen-Make-up. Ich war nämlich heute auch arbeiten, also muss das heute früh ziemlich schnell gehen. Auf jeden Fall ist das diese hier von Duke, denke ich, wird es ausgesprochen. Ich habe die auf jeden Fall mal in einer Glossybox mit dazu bekommen. Und die ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe dann eben auch den Highlighter hier heute benutzt und den Blush. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Pfännchen ein bisschen klein sind. Allerdings ist diese Palette eben multifunktional gedacht. Also mit dem Ton hier kann man eben das Lid auch setten. Man könnte es auch bei sehr heller Haut als Settingpuder benutzen für Concealer oder so. Und die beiden Produkte sind eben als Lidschatten und als Augenbrauenpuder gedacht. Ihr seht, meine Augenbrauen sind sehr dunkel, damit geht das leider nicht. Und habe dann halt eben mit diesen drei Farben gearbeitet, um dieses Augen-Make-up heute zu schminken. Und die gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings muss ich zugeben, ich habe sie heute zum ersten Mal benutzt gehabt. Aber ich war echt überrascht von der Qualität. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die Qualität der Palette so gut ist. Und das ist wirklich so eine Palette, wo ich mir vorstellen kann, die packe ich einfach mal kurz in meine Handtasche und gehe damit weg und kann dann halt eben wirklich immer so ein bisschen nachretuschieren. Ich muss halt auch echt sagen, ich finde den Ton hier oben wirklich sehr, sehr schön. Und was man natürlich eben auch machen kann, man kann ja den Blush und den Highlighter auch als Lidschatten benutzen. Also man kann hier wirklich mit diesen ganzen Lidschattenfarben viele Sachen machen. Und dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit der nächsten. Die nächste, die ich hier habe, die habe ich, glaube ich, schon seit Anfang Juni oder so. Da war ich ja im DM einkaufen. Da war ja dann die Datei leider kaputt gewesen. Deswegen konnte ich euch das halt eben als DM-Haul nicht zeigen. Aber es geht hier auf jeden Fall um diese Clean ID Eyeshadow-Palette. Die hat ja wirklich sehr gute Inhaltsstoffe. Und die sieht halt eben so aus von innen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber sie ist schon sehr hell, finde ich persönlich. Ich finde nur leider, dass der Schimmer sehr, sehr schnell verschwindet. Nach einer Stunde sieht man den Lidschatten leider nicht mehr als schimmerigen Lidschatten, sondern eher nur noch als matten Lidschatten, weil dann nur noch dieser Basiston übrig bleibt. Aber das stört mich nicht. Also, wie gesagt, wenn ich so eine Palette auch benutze, dann ist es für mich halt eben ein Alltagslook und da muss es dann nicht unbedingt arg glitzern oder schimmern. Deswegen ist das hier vollkommen in Ordnung. Die ist jetzt nicht unbedingt die beste. Also mir gefällt die andere kleine Clean ID Palette ein Stückchen mehr. Ich glaube, die müsste hier auch irgendwo noch mit dabei sein. Die zeige ich euch dann gleich als nächstes. Aber ist auf jeden Fall toll. Kann man daheim haben, wenn man eben möchte und einem die Farben gefallen. Aber ist jetzt nichts, was ja essentiell ist in der Schminksammlung, sage ich mal. So, und das ist dann eben die Palette, die ich meinte, auch aus der Clean ID Reihe. Und zwar die Mineral Eyeshadow Palette mit 91% natürlichen Inhaltsstoffen. Und das ist die Version 010 Light. Und ich denke, ihr könnt erkennen, also mir persönlich gefällt sie halt eben farblich besser als die große. Und ich finde, die Qualität hier ist doch mal ein bisschen weicher und softer. Also mir gefällt sie halt allgemein besser als jetzt in dieser etwas größeren Palette. Aber das ist sicherlich auch Geschmackssache. Da müsst ihr mal gucken. Also mir persönlich sagt halt die besser zu. Ich arbeite öfters mit der. Für mich ist die Palette wirklich perfekt und auch die kann man sicherlich gut mitnehmen. Dann habe ich auf jeden Fall hier auch schon ein paar der neuen Lidschattenpaletten mit reingepackt. Und ich glaube, ihr könnt erkennen, es ist ziemlich Catrice-lastig. Auf jeden Fall habe ich auch hier noch diese neue, diese Clean ID Mineral Eyeshadow Palette. Eben auch für sensible Augen geeignet und natürlich auch wieder diese ganzen mikroplastikfrei und so weiter und so fort. Das sind die Farben. Ich habe sie jetzt schon zweimal für mich ausgetestet. Ich bin tatsächlich nicht ganz so gut damit klargekommen, was aber bestimmt auch daran liegt, dass halt eben hier kein dunkler Ton ist, also kein matter dunkler Ton. Ich werde sie euch auf jeden Fall noch im Einsatz zeigen, aber von diesen drei Clean ID Paletten gefällt mir tatsächlich die hier bisher am meisten. Dann habe ich hier eine, die ist auch noch recht neu. Also ich glaube, irgendwann mal im Juni oder so kam die jetzt dazu. Das ist diese Revolution Glow Palette. Das ist auch mit einer der
größten. Und die habe ich ja in dieser Pink Panda Mystery Bag gehabt. Und die finde ich ja wirklich wunderschön. Gerade dieser Ton hier unten, oh, der ist so toll, den liebe ich. Allgemein, ich finde auch die Palette von außen sehr, sehr schön. Ist halt ein bisschen, ja, dick für meine kleine Box. Also ich habe hier so eine Box, wo ich die alle immer drin aufhebe und so hintereinander stapel. Sie nimmt schon viel Platz weg, aber für mich ist das halt eine gute Alltagspalette. Und ich habe hier irgendwie nur so Rosé- und Rottöne mit drin. Und die bringt halt mit dem Orange und so nochmal so ein bisschen mehr Abwechslung, finde ich. Deswegen habe ich sie halt hier mit drin und auch die benutze ich wirklich sehr, sehr gerne, wenn es schnell gehen muss. Dann habe ich hier noch eine ziemlich neu mit drin, weil sie mich einfach jetzt langsam in meiner Schminksammlung in dem großen Schrank so ein bisschen gestört hat. Da ist nämlich tatsächlich das Problem. Also die hatte ich ja auch damals noch ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit neu gekauft gehabt. Und zwar ist es von Dominique Cosmetics die Now or Never Palette. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Ich würde sie auch nicht unbedingt als Alltag einstufen. Ihr könnt wahrscheinlich erkennen, ich habe sie sogar noch kein einziges Mal benutzt. Denn irgendwie habe ich so ein bisschen das Problem damit, dass sie einfach nur rumstand im Schrank. Deswegen habe ich sie jetzt zu den Alltagspaletten gepackt, in der Hoffnung, dass ich sie dann mal wirklich öfters zur Hand nehme. Weil an sich die Palette ist wirklich sehr, sehr schön, auch von außen. Und ja, die ganze Verpackung ist einfach wirklich sehr, sehr hochwertig. Aber irgendwie hat es mir noch nicht so zugesagt. Allgemein, ich bin ja nicht so ein Mensch, der gerne Rot- oder Pinktöne auf dem Auge trägt. Ich bin eher so diese kühlen Farbtöne oder eher so bräunlich oder so. Aber ich werde sie auf jeden Fall nochmal austesten. Falls ihr zu ihr noch ein Video haben wollt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Weil auch das war so eine Palette, die brutal gehypt wurde von vielen YouTubern. Und mittlerweile hat man sie nie wieder gesehen. Die Videos werden nur geklickt, wenn gerade das Produkt rauskommt. Und danach interessiert sich keine Sau mehr für die Paletten. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr schade, weil wenn man sich das dann wirklich nachgekauft hat und so ein bisschen Inspiration braucht, dann ist man halt irgendwie enttäuscht, weil man dann eben kein Content mehr dazu kriegt. Ich würde mich einfach auf eure Meinung verlassen, falls ihr zu einem dieser Paletten heute noch einen Look sehen wollt oder ein extra Video, dann schreibt es mir gerne. Ich kann natürlich auch wieder zwei Paletten an einem Tag oder in einem Video benutzen, einfach wieder ein Auge unterschiedlich. Deswegen schreibt es mir gerne, falls ihr eine Palette seht, die ihr unbedingt noch mal ein bisschen intensiver im Einsatz sehen möchtet. Dann würde ich auch schon sagen, wir machen weiter mit den zwei nächsten Produkten. Ich zeige euch sie nämlich zusammen, weil ich die halt eben auch neu habe von Catrice. Diese Five in a Box Lidschatten. Und zwar die 050 und die 060. Und ja, dazu werde ich nicht mehr viel sagen. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Da könnt ihr meinen Look dazu sehen. Das Video ist ja noch ziemlich aktuell. Ich glaube, ich habe das erst, keine Ahnung, vor ein, zwei Wochen hochgeladen, je nachdem, wann dieses Video hier online kommt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Dann könnt ihr euch da ein paar Looks dazu anschauen und halt eben auch meine intensivere Meinung dazu. Und dann habe ich hier natürlich, weil ja schon die beiden Paletten hier sind, noch die anderen Five in a Box Lidschatten. Das hier ist die 030. Die habe ich eigentlich auch recht oft benutzt. Dann habe ich ja hier noch die 020. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da ist auch so ein Braunton, der mich sehr an diese Revolution-Palette da erinnert. Und die gefällt mir sehr gut, ist einer meiner Liebsten. Dann zeige ich euch eine, die mir auch noch sehr gut gefällt. Da sind die Brauntöne nämlich ein bisschen kühler im Unterton. Ich mag sie allgemein eher so ein bisschen kühler im Unterton und da finde ich auch die Palette sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, so mit Abstand die Palette von allen Five in a Box Lidschattenpaletten, die ich jetzt da habe, wo ich eben halt am meisten benutzt habe. Und eine, die mir sehr, sehr gut gefällt und die ich so ungefähr am zweithäufigsten benutzt habe, ist halt eben die. Das ist die 040. Und die gefällt mir halt sehr, sehr gut, weil halt eben hier dieser Blauton mit drin ist. Dann habe ich hier noch einige Paletten, die noch in Full-Face-Make-ups zu sehen sein werden in den kommenden Wochen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich euch jetzt kein Video oder so zeigen kann dazu, denn dann wird das Video wahrscheinlich erst kommen. Das hier ist eine von Wet n Wild. Das ist die Nude Awakening Palette. Ist jetzt kein besonderes Packaging. Die Lidschattenqualität ist auf jeden Fall gut. Also ich finde, ich glaube, die Palette hat vielleicht 5 € oder so gekostet. Und für den Preis finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Also allein die Qualität. Das hier ist tatsächlich mein liebster Lidschattenton. Was ich hier halt sehr, sehr gut finde, ist halt, dass diese zwei Transition-Töne in etwas größeren Pfändchen kommen. Weil das sind ja auch eben die Farben, die man am meisten verbraucht. Und da finde ich das eigentlich ganz cool, wenn die dann am größten drin sind. Und mit den anderen kann man halt eben so die so ein bisschen ergänzen. Also ich finde diese Palette, obwohl sie vielleicht sehr, sehr natürlich erscheint, bietet trotzdem viele
Variation. Deshalb liegt sie halt eben auch bei meinen Alltagspaletten. Dann habe ich hier eine weitere, das ist von Rival de Loop, die Blushed Eyeshadow Palette. Die ist auch sehr, sehr schön. Aber auch hier könnt ihr erkennen, das ist wieder so ein bisschen, also der hier oben, der Ton, ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber es ist halt eben ein dunkel-lilaner, leicht schimmernder Ton. Und an sich, die ganze Palette ist halt eben so braun, lila, rosé, also nichts wirklich Aufregendes, Spektakuläres. Aber gerade deshalb ist sie halt eben in meinen Alltagspaletten gelandet. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mein Trended Up Full Face Make-up gesehen. Auch das Video verlinke ich euch unten. Auf jeden Fall ist es die 030. Und da hatte ich ja wirklich von diesem Lidschattenton hier geschwärmt. Und das ist tatsächlich mein liebster Ton aus dieser Palette. Und ich finde es nach wie vor sehr schade, dass er der kleinste Ton hier ist. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Qualität. Vor allem für den Preis ist das vollkommen in Ordnung. Und dann die letzte meiner Alltagspaletten in meiner Box ist diese hier von LA Girl. Ich finde mit Abstand so eine der spannendsten hier. Jetzt mal abgesehen von der Dominique Cosmetics, weil die ja so pink und so ist. Das hatte ich ja bis her in den anderen Paletten noch gar nicht. Aber die hier ist halt richtig schön. Das ist eine Palette, die auch zu denen gehört, die ich hier in der Box schon am meisten benutzt habe. Einfach eben, weil ich diese Töne hier unten oder halt dieses komplette Eck hier an Schimmertönen sehr, sehr schön finde. Und ja, die matten Farben performen auch unglaublich gut. Ich muss halt sagen, die sind halt so ein bisschen flaky. Man bräuchte auf jeden Fall immer eine Lidschattenbase oder ein NYX Glitter Glue, um das aufzutragen. Aber die sind so schön. Guckt euch mal diese Farbe an. Die ist wirklich schön. Und auch dieses Dunkle, ich finde, man kann damit so gute Smoky Eyes schminken. Also ich kann euch auch versichern, wenn ihr mal in einem Video, wo ich zum Beispiel nur so wie jetzt rede und kein Make-up mit euch ausprobiere, wenn ihr da irgendwie einen Smoky Make-up-Look seht, dann ist es fast immer diese Palette, weil ich die so toll finde. Also das war wirklich auf jeden Fall kein Fehlkauf. Das ist ja die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, denn ich benutze sie wirklich sehr, sehr gerne. Auch zum Arbeiten benutze ich Smoky Eyes. Ich bin da ja eh nicht so, dass mich die Meinung anderer interessiert. Deswegen benutze ich sie da halt eben auch. Und ja, ich finde sie einfach wunderschön. Und ich meine, ihr seht ja auch schon die Schimmerfarben toll. Und ich tue ich mal noch einen matten Ton swatchen. Einfach diesen Braunton hier. Der kommt auch schon sehr, sehr gut raus. Der ist so butterweich. Also das ist wirklich eine Qualität, wo ich nicht mit gerechnet habe. Auch zu LA Girl werdet ihr natürlich ein Full-Face-Make-up sehen. Denn ich kannte auch die Marke noch nicht so wirklich, beziehungsweise hatte noch nie was von LA Girl da. Wenn ihr diese ganzen kommenden Full-Face-Make-ups nicht verpassen möchtet, dann drückt am besten noch auf Abonnieren und vielleicht auch die Glocke aktivieren. Mir wurde jetzt schon sehr oft über Instagram geschrieben, dass leider manche Videos bei euch nicht angezeigt werden, was ich super schade finde. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wenn euch mal ein Video nicht interessiert und ihr dann nicht drauf drückt, dass es dann halt eben euch noch weniger von meinem Kanal angezeigt wird. Deswegen einfach immer am besten die Glocke mit aktivieren, dann könnt ihr kein Video verpassen. Ansonsten würde ich mich dann auch schon von euch verabschieden. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Video. Tschüss!